Kunst befindet sich in einem ständigen Wandel. Nie herrscht Stillstand. Es gibt immer einen Anlass, den Blick auf neue Entwicklungen zu werfen. Auch im noch jungen, digitalen Zeitalter. Das neue Medium verändert auch das Erscheinungsbild von Skulpturen und Plastiken. Na, kurz zur Erklärung. Die Begriffe Skulptur und Plastik beschreiben Verschiedenes. Eine Skulptur entsteht durch Subtraktion, also zum Beispiel durch Hauen oder Schnitzen. Eine Plastik entsteht durch Addition, zum Beispiel durch Auftragen von Material oder Modellieren. In diesem Video werden die Begriffe synonym verwendet. Ja, wo waren wir? Ah ja, in vergangener Zeit, da waren sie ein fester Körper im Raum, auf Dauerhaftigkeit angelegt, aus Stein, Metall oder Holz. Oft von menschlicher Gestalt, monumental, feststehend, unflexibel. Dieser Skulpturenbegriff existiert heute nicht mehr. Das ist Frau Dr. Ursula Merkel. Sie ist Kunsthistorikerin in der Städtischen Galerie Karlsruhe. Ihr kunsthistorischer Schwerpunkt? Die Skulptur. Skulptur selbst ist gewissermaßen grenzenlos geworden. Neue Materialien, neue Techniken dazugekommen. Inzwischen gibt es Skulpturen, die vergänglich sind, die mit ephemeren Erscheinungen arbeiten. Auch Klangskulpturen, also akustische Signale, gelten als Skulptur. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass Skulptur im heutigen, im aktuellen Sinn, nicht in dem traditionellen, im jetzigen Sinn, auf jeden Fall ein Raumereignis ist. Ein Ereignis im Raum. Um es zu erleben, reicht es eben nicht aus, an einer Stelle stehen zu bleiben. Bewegung beim Betrachten einer Skulptur ist grundlegend wichtig, denn das unterscheidet ja die Bildhauerkunst oder sagen wir mal die dreidimensionale Kunst grundlegend von den Möglichkeiten in der Malerei, in der Zeichnung. Von oben, unten, links, rechts, vorne oder hinten. Der oder die Betrachterin kann um eine Skulptur herumwandern und hat mit jedem Schritt eine neue Sicht auf das Objekt. Sicht, Sehen, das Auge. Dreidimensionale Kunstwerke wenden sich sowohl an das Auge wie auch Malerei und Zeichnung oder Fotografie. Aber sie haben auch taktile Reize. Dass er tasten können, die dreidimensionale Erscheinung. Also Gründe für eine wachsende Beliebtheit gibt es eigentlich genug. Wenn wir uns zum Beispiel solche Phänomene ansehen wie Skulpturenparks, die in den letzten 20, 30 Jahren ungemein zugenommen haben, das Interesse daran. Es gibt inzwischen einen ganzen Kulturtourismus von interessierten Kunstfreunden. Das ist relativ neu und zeigt ein ungemein gesteigertes Interesse an der dreidimensionalen Kunst. Das war nicht immer so. Die Geschichte ist voll von Skulpturen. Jede hinterließ ihre Spuren. Von Knochen durch die Epochen, zu griechischen Helden und Reliefs aus christlichen Welten. Skulpturen so detailliert, Realismus so akkurat kreiert. Auguste Radon, Fragmente in geometrischer Form, die Vielfalt wird enorm. Egal welches Ende, welcher Zipfel, es gibt alles, vom Licht bis zum Pixel. Die Städtische Galerie ist hier. Und direkt daneben ist das Zentrum für Kunst und Medien, das ZKM. Und das ist Jenny Starrig. Sie arbeitet hier in der Abteilung Wissen. Sammlung, Archive und Forschung sind die Bereiche, die sie betreut. Und mit digitaler Kunst, klar, damit kennt sie sich auch aus. Digitale Kunst als Begriff ist circa in den 90ern entstanden und fasst ganz pragmatisch gesagt Kunstformen zusammen, die mit dem Computer oder über den Computer präsentiert werden, hergestellt werden. Und wo begegnen wir dann digitaler Kunst? Also meiner Meinung nach begegnet man digitaler Kunst im Alltag überall. Digitale Kunst ist ja auch dafür da, quasi die virtuelle Welt mit der Realwelt zu verschränken. Und auch in unserem jetzigen Alltag 2021 sind diese Bereiche immer stärker miteinander kombiniert. Das reale Leben kombiniert mit der virtuellen Welt. Was muss genau angesprochen werden, um es möglichst ganzheitlich zu gestalten? Sinne spielen schon eine sehr große Rolle bei der Betrachtung von digitaler oder eben Medienkunst, in dem Sinne, als dass verschiedene Sinne angesprochen werden sollen. Visuell spielt natürlich immer bei der Kunst eine große Rolle, genauso auch bei digitaler Kunst.
wenn man auch über VR nachdenkt und was eben visuell damit erzeugt werden kann, indem man quasi über eine VR-Brille allein nur einen Raum sehen kann, aber sich darin fühlt, als würde man den betreten können und wirklich in diesem aktuell präsent sein. Ah, das Phänomen, das kennt man doch. Das heißt, Immersion bedeutet in der Betrachtung von digitaler Kunst sehr viel. Deine Realität, deine Umwelt wird ersetzt durch eine virtuelle Realität in dem Maße, als dass man das mit seinen eigenen Sinnen kaum noch unterscheiden kann. Oder es halt wirklich diesen Effekt gibt, dass man sich in dieser virtuellen Realität wiederfindet und das andere ausblenden kann. Reale Welt aus, virtuelle Welt an. Ja, und welche Rolle fällt dann uns BetrachterInnen zu? In der Medienkunst und in der digitalen Kunst wird ein großer Fokus darauf gelegt, dass Personen physisch interagieren, also etwas betreten, etwas berühren, mit etwas arbeiten. Mit etwas arbeiten, das macht auch Heinrich Wolf aus Aalen. Holz, Linol, Papier, Metall, egal. Hauptsache Kunst. Er ist pensionierter Lehrer mit 43 Jahren Berufserfahrung. Durch seine Unterrichtsfächer Technik und Kunst hat er nicht nur seine Berufung gefunden. Ich bin von Technik, ja, wie soll ich sagen, ins Handwerkliche in der Kunst geblieben. Aber habe da drin meine Erfüllung gefunden gehabt. Seine Arbeit inspiriert die Kunst und die Kunst, ja, die inspiriert wiederum die Arbeit. Viele Künstler bleiben ja im Endeffekt immer in einer Technik. Und für mich hat sich das aus dem Unterricht herausgegeben, so viel wie möglich den Kindern, auch den Schülern beizubringen, unterschiedlichster Art. Und das ist auch meins. Da gibt es immer drei verschiedene Objekte, die in der gleichen Technik vielleicht sind. Aber dann brauche ich was anderes. Und dann gehe ich in den Keller und druck. Also mal Plastik, mal drucken. Dann wieder irgendwo draußen im Freien zeichnen. Viele Techniken erfordern viel Wissen zum Handwerk. Für Heinrich Wolf zählt aber die Erfahrung im Umgang mit den Materialien. Wenn du das erste Mal läufst, da weißt du gar nicht, bist gegrabbelt, bist gekrochen, hast gerollt, um wohin zu kommen, bevor du erst mal stehst. Der Entwicklungsprozess ist für jeden Menschen da, mit allen Materialien was zu machen. Habe ich natürlich mit diesen Materialien schon Erfahrung, dann weiß ich, auf was es ankommt. Okay, das Handwerk und die Technik jetzt mal kurz beiseite gelassen. Es kommt ja auf noch viel mehr an. Wie steht's denn so um den Inhalt von der Skulptur? Für mich ist der Inhalt ganz entscheidend mit, ja. Aber der ist oft nicht von Anfang an gegeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Holzfundstück habe, dann hat es für mich, dass ich es mitgenommen habe, als Fundstück eine Aussagekraft. Und dieser Inhalt, diese Aussage, die möchte ich eigentlich erhalten. Deswegen verändere ich das Holz auch wenig oder nur wenig und setze dann aber der Ausdruck, der da drin ist, die Eigenart wieder mit ein. Okay, vielleicht ein Beispiel? Also wenn ich jetzt eine Vogelfeder finde, ganzen Flügel find im Wald und heb den auf und nach Jahren merke ich, Mensch, du hast doch das Thema Vögel gerade. Mensch, dann mach doch da einen Vogel draus. Und dann bringe ich zu diesem einen Flügel, mache ich selber noch echte, von mir gestaltete Flügel. Und so ist es plötzlich ein Vogelmann. Also das sind dann Objekte, die für mich entstehen. Plötzlich kommt die Idee, mach den Vogel. Und was habe ich da dazu? Was kann ich nehmen? Und dann muss ich reduzieren. Und eins ist ihm beim Erstellen von der Plastik besonders wichtig. Die Sinne einsetzen. Berührungen müssen stattfinden. Riechen muss man können. Hören muss man was können. Ich habe mich mit den Sinnen immer wieder beschäftigt. Es muss gefühlsmäßig aus deinen Sinnen heraus etwas in so eine Plastik übergehen. Ja, und das Ergebnis, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Weil speziell für diese Dokumentation hat Heinrich Wolf eine Plastik gemacht. Der Ständer, das ist ein Rebstock, auf dem Vögel sitzen. Und diese Vögel, die sind aus Draht und Wischgasen, die er eigentlich für Tiefdrucke verwendet. Und der obere Vogel, der hat auch gar keine Flügel und ist im Holz gefangen.
Sein Blick, der geht nach unten. Und der untere Vogel kommt mit dem Körper aus einem Astloch raus und blickt klappernd nach oben. Ja, der obere Vogel, der passte. Jetzt hat mir das unten aber nicht gepasst. Also bin ich hergegangen. Und er hat ausprobiert. Ein wichtiger Teil seines gedanklichen Prozesses. Raus kam dieser Vogel. Allerdings verwarf er den ebenfalls, da ihm die Haltung zu sehr nach Auffangen aussah und ihm der Schnabel einfach nicht gefiel. Der nächste Vogel war farblich reduzierter und seine Struktur zeigte ja schon Ähnlichkeiten zu Menschen. Hat mir auch nicht gefallen. Also hergehen, wieder das Alte nehmen. Die Darstellung, die zwei, das passt. Kaum farbliche Unterschiede, sehr zurückhaltend. Und am Boden sind noch Sand und halb verrottete Blätter festgeklebt. Die Blätter so, dass sie Schatten werfen und plastisch wirken. Die sollen die Vergänglichkeit zeigen, welche in uns Menschen steckt. Dieses beide gegeneinander tun und sich vom Ort nicht wegbewegen können, ist für mich das Symbol für die heutige Gesellschaft. Dieses unterschiedliche Gehabe und dieses Miteinander streiten, das wollte ich hier darstellen. Und genau diese Skulptur soll jetzt in den digitalen Raum überführt werden. Der Plan ist, ein 3D-Modell zu erstellen. Und dem nimmt sich Jonas Mahler an. Er ist gelernter Schreiner und studiert momentan Produktdesign an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Im Studium entwickelt er Produkte mit seinen 3D-Modellen. Aber mit Kunst geht's genauso. Also wenn man jetzt ein Objekt, in unserem Fall die Skulptur, scannen will und in virtuellen Bereich übertragen will, dann fängt das Ganze damit an, dass man erstmal Fotos von dem Modell macht aus allen verschiedenen Blickwinkeln, Detailaufnahmen, aber auch eher weitwinklige Aufnahmen von einem kompletten Objekt. Dabei sollte auch das Licht natürlich stimmen, also das soll alles so neutral wie möglich ablaufen, dass da keine Schatten drauf entstehen, damit man wirklich nur das reine Objekt irgendwie übertragen kann. Ja, so eine Prozedur, die dauert schon eine knappe Viertelstunde. Für euch haben wir das aber mal ein bisschen schneller gemacht. Dann kommt das Ganze kommt dann in Meshroom und generiert dieses 3D-Modell oder dieses Flächennetzwerk. Weiterarbeiten kann man dann da aber nicht. Das heißt, man muss das Ganze dann exportieren und dann wiederum in ein 3D-Visualisierungsprogramm oder Rendering-Programm wie Blender oder Cinema 4D importieren und da kann man dann alles andere machen. Also da hat man das Programm ist ein virtuelles Fotostudio, in dem man ja, zum Beispiel Lichter setzen kann. Und die Datei, die kann dann später mit einer 3D-Brille angeschaut werden. Es gibt aber auch natürlich noch die Möglichkeit, das nicht anhand von technischen Zeichnungen oder so, sondern das quasi zu modellieren, wie wenn man mit einem Clay Model, also einem Lehm- oder Tonmodell arbeitet, kann man das im 3D-Bereich auch machen, dass man sich quasi da Sachen rausheben lassen kann oder abkanten lassen kann. Unterschiedlicher könnten die Arbeitsprozesse nicht sein. Was ist hier anders? Man sieht am Ende vom Tag dann, man hat vor sich einen Gegenstand und sieht, das habe ich gemacht und man kann es immer wieder anschauen und das ist was anderes, wie wenn man über zwei Klicks am PC sich halt ein Bild von einem 3D-Modell anschaut. Mal ganz platt gefragt, kann ich das auch lernen? Es kann, ich denke schon, jeder machen, wenn er gewollt ist, das zu machen oder wenn er halt Interesse drin hat. Also, ich denke, ich könnte bestimmt auch Ballett tanzen. Wenn ich das Interesse hätte, Ballett tanzen zu wollen, dann würde ich auch die Arbeit reinstecken und mich da reinfuchsen. Aber ja, das kommt dann auf die Person an. Dann wollen wir mal schauen, wie die Kunstwerke ankommen.
Am besten im Rahmen einer kleinen Ausstellung. Hier können die Besucherinnen und Besucher die digitale und die analoge Skulptur betrachten. Oh. Also oben kommt mir das schon mal wie ein Tier vor, wie ein Vogel. Wenn man da eine Weile hinguckt, dann stellt sich bei diesen fragilen Gebilden eine figürliche Assoziation ein. Das ist schon so ein bisschen wie so ein Kadaver, als wäre es schon so ein bisschen angefressen oder so ein bisschen verwest schon. Ich darf es auch anfassen. Ja. Ah. Ich habe schon so oft gedacht, wenn ich vor einer Skulptur gestanden habe, ich würde die so gern anfassen, um zu sehen, was ist das, oder zu fühlen, was ist das für ein Material. Man kann mit den Augen das alles abtasten, aber es ist trotzdem ein Unterschied, wenn man drangehen darf. Da muss man, glaube ich, sehr aufpassen. Wie fragil das irgendwie ist, aber doch eigentlich recht stabil, ne? Auch von den Geräuschen, die es macht. Ja, für mich ist es das schon eine Referenz auf die Natur. Also ich habe hier bestimmte visuelle Mittel, die darauf referenzieren, auch wenn es ein abstrakt gehaltenes Objekt ist. Also es gibt viel nachzudenken. Dann mal ab zur digitalen Variante. Und um in die virtuelle Welt einzutauchen, heißt erstmal, klar, 3D-Brille aufsetzen. Schummrig, schwindelig, aber... Und es ist ja manchmal ganz komisch, dass ich meine Hand nicht sehen kann. Die Skulptur wirkt sehr viel größer, als sie im Original ja ist. Also es ist, wirkt wirklich wie ein komplett neues Kunstwerk. Also der erste Eindruck ist, dass es sehr interessant ist, dadurch, dass man drumherum fliegt. Ja, dieser Energieverlauf so ein bisschen ist zwischen diesem Blau und Rot, was ja in dieser Visualisierung drin ist. Das ist auch so spannend, weil es irgendwie wirklich was ganz Neues erzeugt, was man eben hier so im Raum ja, zumindest recht schwierig wahrscheinlich darstellen kann. Ja. Also ich würde beide jetzt nicht gegeneinander ausspielen wollen. Okay, Zeit für ein Fazit. Digitale Kunst hat ein großes Potenzial für die Zukunft. Dieses Analoge oder... Das Alte, das Reduzierte wird bestehen. Verschiedene Medien können einfach verschiedene Sachen besonders gut. Und wenn man das eine will, geht man in den digitalen Raum. Wenn man das andere will, geht man in den echten Raum. Und es wird, denke ich, sehr viele interessante, fruchtbare Begegnungen geben. So wie Malerei und Fotografie. Es wird ja oft das Ende von irgendwelchen Kunstformen proklamiert, aber das gibt es dann tatsächlich doch nie. Und so wird es auch mit den Skulpturen sein. Und was euch am besten gefällt, na das könnt ihr selber rausfinden. Geil! Bin gespannt, was rauskommt. Ein 3D-Modell, das zu gestalten.